Früher waren die Spiegel den Menschen eher unheimlich, so wie die Zauberei. Sie galten als Tür zur Welt der Geister und der Toten und hatten angeblich magische Kräfte. Sehr unheimlich. Die böse Königin aus Schneewittchen konnte ihrem Spiegel Fragen stellen und bekam sogar Antworten, wie wir alle wissen. Und im alten China konnte man mit Spiegeln das Böse vertreiben. Man musste nur dafür sorgen, dass das Böse sich selbst im Spiegel sah. Es war so hässlich, dass es, wenn es sich selbst sah, garantiert das Weite suchte. Im alten Russland stellten die jungen Frauen an Heiligabend eine Kerze zwischen zwei Spiegel. Und sie hofften dann darin, ihren zukünftigen Bräutigam sehen zu können. Hm, ob der gefällt? Wenn früher jemand starb, mussten alle Spiegel im Haus mit Tüchern verdeckt werden. Nur damit sich der Geist des Toten darin nicht verstecken konnte. Ging ein Spiegel mal kaputt, ja, dann hatte man sage und schreibe 7 Jahre lang Pech. Und hatte jemand mal kein Spiegelbild, so konnte man sicher sein, dass er ein Vampir war. Ja, so war das früher. Heute glauben das allerdings nur noch wenige.